Servus miteinander, in diesem Video schauen wir auf den Spediteur im Selbsteintritt. Der passende Paragraph dazu ist der Paragraph 458 im HGB Handelsgesetzbuch. Normalerweise wird ein Spediteur ja lediglich damit beauftragt, einen Transport zu besorgen, sprich zu organisieren. Der Spediteur hat aber das Recht auf Selbsteintritt und das bedeutet, dass er das Recht hat, die Güterbeförderung selbst auch durchzuführen. Im Rahmen der Organisationstätigkeit bleiben die Rechte und Pflichten des Spediteurs bestehen. Ist er im Selbsteintritt tätig, dann hat er während der Beförderung die Rechte und Pflichten eines Frachtführers. Dem Rechtsgeschäft liegt hier generell einfach nur ein Speditionsvertrag zugrunde. Ein Frachtvertrag ist dann nicht extra nötig, wenn der Spediteur im Selbsteintritt fährt. Wichtig ist bei der Rechnungsstellung, dass die Beträge für die Frachtführertätigkeit und für die Speditionstätigkeit getrennt voneinander auszuweisen sind. Kommt es zu Haftungsfragen, ist hier dann immer zu klären, ob der Schaden beim Transport, also bei der Beförderung oder beim Organisieren entstanden ist. Denn wie vorhin schon gesagt, bei der Beförderung haftet der Spediteur im Selbsteintritt ja dann eben wie ein Frachtführer.